Leute, da ist der neue Merch, Alter. Schaut auf jeden Fall Sonntag um 12 alle im Shop vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Bobby. Raptor. Eyebrut. Raptor. Oh, da ist ein Feuerwehr. Hallo, Bobby. Hallo, mein Name ist Bobby. Wie geht's dir? Mir geht's super. Wie geht's deiner Mama? Wieso fragst du nach meiner Mama? Ich mag sie. Oh, scheiße. Bobby. Du kleiner... Was? Hey, jetzt auch. Freut mich. Yo, Leute. Brot ist wieder... Yo Leute, Brot ist wieder am Start und willkommen zum ersten Vlog aus dem Impact House, Leute. Bobby, was willst du eigentlich von mir? Warum machst du das hier? Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Bobby, es tut mir leid, okay? Viel Spaß. Ey Leute, es ist so krank, was hier alles passiert, ne? Marcel hat gerade geduscht und ich zeige euch jetzt erstmal kurz einmal so ein bisschen unsere Küche. Und hier ist unser Wohnzimmer und das ist jetzt so, guck mal da das Impact-Logo, Alter. Und da das Scuff-Logo und nochmal Impact-Logo. Da ist ein Kamin und oh mein Gott, ich muss euch alles gleich auf jeden Fall zeigen. Aber erstmal chillen wir uns kurz hier hin und gönnt euch mal diese Wand, Alter. Aber ohne Witz, Alter, das ist... Oh, ich komm nicht klar, Digga. Komm, mein Leben nicht klar, Digga. Ja, Digga. Ich bin Mathematiker. Raptor! Los, lauf! Schneller! Zocken! Ja, zocken, Digga! Wo zocken wir denn immer? Guck mal hier, am Setup! Oh mein Gott! Major Howard! Hast du direkt schon eine Kordnuklear gemacht, Digga? Ja, Digga. Ich komme auf unser Leben. Ist klar, Digga. Also im Prinzip, das ist unser Lifestyle. Wir zocken einfach den ganzen Tag und machen Videos. Sorten unseren Haushalt, Alter, Leute. Das ist so stressig, ne? Aber ich glaube, ihr habt alle Bock, dass ich euch mal mein Zimmer zeige. Heptik? Hä, was machst du da? Das ist das verbotene Zimmer. Da darfst du nicht rein. Digga! Guck mal, hier hängen unsere Gesichter an der Wand. Ein Zweifel, Jen. Da häng ich. So sieht das Ganze aus, Alter. Übel crazy, dass das hier so einfach so hängt. So. Jen? Was hast du gemacht? Guck nicht so. Digga, hör auf damit. Ich weiß nicht, was bei ihm los ist, aber hier hängt noch Massi. Und hier hängt noch der Dominik. Und das sieht einfach mega crazy aus. Hier hinten ist Domo und mein Bar. Digga, musst du mich immer so erschrecken. Aber coole Cap hast du da. Was machst du denn? So ein Mogli, Alter. Ohne Witz, dieses Haus ist zu krass und ich muss euch einmal das hier noch zeigen, Alter. Da hängt auch Impact-Logo. Dann gehen wir doch mal rückwärts hier jetzt in unser Zimmer. Einmal kurz durchlaufen. Ich leg mich jetzt so aufs Maul. Hallo? Ich hab dein Handy, Max. Oh, danke schön. Bitte schön. Danke. Gerne. Ja, machen wir so, ne? Ne? Ja. Weg mit dem Handy. So sieht's übrigens aus, wenn man Essen bestellt. Massi, willst du auch noch kurz Hallo sagen mit meinem Blog? Jo, was geht, Leute? Jetzt haben wir eigentlich hier, Digga. Ein Spidget-Finner. Okay. So. Geiler Arsch, du, ey. Oh. Yay. Ich muss ein bisschen diesen Kanacken-Vibe in Max seinen Vlog reinbringen. Ist alles viel zu friedlich. Was redest du, Mann? Ich kann auch nichts dafür. Benimm dich mal. Digga, ich bin doch nicht so frech. Benimm dich, Junge, mal. Junge, halt mal deine Fresse. Was willst du von mir? Halt die Kamera. Jetzt geht's los. So Kanacken-Ding, so was? Er lebt wirklich. Ich schwöre, ich sehe gerade so Sterne, ne? Raptor, nehmen wir jetzt eine Roomtour auf? Ja, weißt du, was ich hier habe? Ein Eistee, den trinke ich voll gerne. Placement. Wie viel Geld kriegst du dafür? Gar nicht. Habt ihr schon mal so einen Winkel gesehen? Oder so ein? Leute, ihr werdet nie wieder dieses Haus so aufgeräumt sehen, weil wir es gerade für die Roomtour einfach perfekt gesortet haben. Darf ich für den Vlog mal kurz was trinken? Ja. Du bist so gestört, Junge. Was ist los mit dir? Ja! Ich habe endlich wieder meine Haare sorten können, weil ich endlich einen Föhn gekauft habe. Du siehst echt komisch aus. Show, show, show. Aha, okay. Leute, ich mach gleich auch eine kleine Roomtour. Ich zeige euch wirklich gleich auch mein Zimmer und wirklich das ganze Haus nochmal. Aber gerade ist einfach so richtig hype und chaotisch und so. Du bist ein Hype-Beast, ne? Warum? Weil du mir alles kaufst, was neu auf den Markt kommt. Boots on the grounds. Boots on the grounds, back in the trenches, Oida. Lass es uns tun jetzt, Max. Lass es uns tun. Nein, nein, hör auf, hör auf. Yo, was geht, bitte? In 3, 2, 1, komm rein! Hey. Oh. Alles gut bei dir? Ja. So Leute, da haben wir jetzt gerade die Roomtour abgefilmt. Ich habe sie gerade geschnitten. Dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt erstmal mein Zimmer. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt ehrlich gesagt noch nicht so aufgeräumt. Aber ich zeige es euch trotzdem, weil ich es euch einfach zeigen möchte. Also man geht hier rein und sieht erstmal so hier das Bett. Und hier links sind Schränke und schon mal ein paar Schuhe. Die NMDOGs, ein bisschen Proteine, die ich wahrscheinlich niemals zu mir nehmen werde. Mein Playbutton, Leute. Dann Tempos brauchen wir auch immer. Hier ist noch ein WW2 Poster drin. Jetzt kommen nämlich meine Schuhe. So, hier ist noch ein paar Boots. Die feiere ich übertrieben. Dann habe ich hier noch meine Yeezy drin. Hier sind noch Schuhe, da sind noch Schuhe. Hier sind meine weißen Schuhe, Reeboks, Air Force One. Aber es hört nicht auf. Hier sind noch welche drin, die NMDs. Hier noch schöne Ultra Boost und meine neuen Favorite Schuhe. So, ich habe es mal kurz für euch rausgeholt. Ich finde die irgendwie übertrieben nice. Das gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz, so dieses Gitter. Da werde ich wahrscheinlich noch irgendwie was dran ändern. Und allgemein ist es auch safe alles noch nicht fertig. Das ist jetzt nur so dieser erste Eindruck, dass ihr einmal so seht, wie es bisher bei uns aussieht. Und wir dürfen jetzt endlich alles zeigen. Ich bin jetzt seit 2 Wochen hier und seit einer Woche haben wir es erst revealed quasi. Und wir
wir haben immer noch nicht alles gesortet. Internet ist auch immer noch nicht perfekt. Ich hoffe, dass es jetzt bald alles besser wird. Und hier ist eben die rechte Seite von meiner Tür. Hier liegt halt noch viel Zeug rum. Hier ist Softbox abgebaut. Die packe ich jetzt immer so hier zwischen, damit ich da Licht habe für mein Gesicht. Dann mein echt nicer Fernseher. Da kann ich mal abends von hier, wenn ich im Bett chillen, so richtig nice, einfach Fernsehen gucken, das ist übel der nice View, hier gönnt euch das mal. Aber dann hier Leute, mein ganzer Stolz, WW2, WW2, BO3, Destiny, WW2 und nochmal WW2. Hier meine kleine G-Fuel-Sammlung. Aber wir gehen jetzt erstmal, ich weiß nicht, soll ich euch erstmal einen Schrank zeigen? Ich glaube schon, weil da sind auch noch ein paar sehr geile Sachen drin. Hier haben wir übrigens von Scuf richtig nice Care-Packages bekommen. So ein Boots-on-the-Ground-Supply-Drop. Cap, Gamer-Grip ist auch noch drin. Richtig, die T-Shirts, die haben richtig nice Qualität. Und sogar ein Fidget-Spinner, Alter. Und meine Controller zeige ich euch natürlich gleich auch noch. Die Scuf-Controller, die ich gerade in Benutzung habe. Ihr wisst ja, ihr könnt 5%-Code AIMROTE einfach eingeben bei der Bestellung und kriegt dann einfach Rabatt, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen. Aber jetzt echt das Niceste ist diese Jacke hier. Passt auf. Vielleicht habt ihr es schon auf dem Impact-Channel gesehen, aber wir haben einfach so eine richtig nice Bomberjacke noch bekommen hier von Scuf. Aber jetzt, Leute, wirklich. Mein Kleiderschrank ist so voll. Oh, gönnt euch. Ey. Ich finde, das sieht von außen so übel nice und so sortiert aus einfach. Ne? Und da oben habe ich noch nicht mal was reingelegt, weil da, wie ihr seht, auch noch ziemlich viel Staub ist. Und ich werde euch jetzt einfach mal so ein bisschen im Detail wirklich meinen Kleiderschrank zeigen, was ich denn so alles gekauft habe in letzter Zeit oder überhaupt besitze. Ihr wisst ja, ich mag einfach Klamotten irgendwie übertrieben. Und ich bin auch immer stetig irgendwie dabei, so meinen Style ein bisschen zu verändern und das macht irgendwie voll Spaß. Okay, das kennt ihr wahrscheinlich auch von Instagram, hier mein Off-White-Tee, das gefällt mir eigentlich immer noch voll gut und ja, von hinten auch nochmal das schöne Logo. Das hier ist eh das Coolste. Dann ist hier meine chillig Windbreaker-Jacke, die habe ich natürlich auch immer mit am Start. Die gibt es leider gerade nicht im Shop, aber ich hoffe, die kommt bald wieder. Hier ein richtig fetter Parker, so ein bisschen so olivgrün oder braun. Noch eine Regenjacke. Leute, dieser Stoff hier innen, der ist so kuschelig, ne? Jeansjacke auch am Start. Dann meine Bomberjacke, die ihr kennt eigentlich alles irgendwie auch von Instagram, ne? Aim.brot gerne folgen, die hat auch hier diesen schönen Stoff innen drin. Dann gehen wir erstmal zu der hier. Das ist so eine richtig schöne Winterjacke, die heißt Bubble Jacket. Aber jetzt kommen wir zu meiner neuesten Jacke. Die finde ich echt unnormal Hammer, Alter. Das ist so richtig krank kuschelig einfach. Also die Jacke, die würde ich halt am liebsten echt immer so richtig schön in den Arm nehmen und knuddeln einfach. Oh ja. Also ich würde sagen, im Winter wird mich die Jacke auf jeden Fall sehr warm halten und das sollte auch der Sinn einer Winterjacke sein. Einfach meine Hosen, hier graue Hose, noch eine weiße Hose, hier eine Trackpants, Bleached Hose, noch eine blaue Hose, schwarze Hose und noch eine. Leute, hier ist meine letzte Unterhose. Ich muss jetzt echt endlich mal Unterhosen waschen. Hier habe ich noch richtig coole Hemden. Jetzt kommt natürlich auch noch ein bisschen Merch. Hier, damit hat alles angefangen, Leute, mit dem Brutal-Merch. Den gibt's auch immer noch. Das hier war das Sommermuster. Und Leute, das hier sind alles Chillig-Hoodies, ne? Hier drunter noch. Alle, die es gab. Also in Bordeaux, Sandfarben, Weiß, in Navy-Blau. Der Schwarze ist, glaube ich, in der Wäsche, aber der Gelbe kam jetzt als Letztes. Und ich hab's noch gar nicht gesagt. Jetzt Sonntag am 12.11. kommt zusammen mit Haptic mein neuer Merch raus. Also wir releasen beide zusammen. Und was da genau kommt, seht ihr auf Instagram, Leute. Ich bin richtig gespannt, ob euch das gefällt. Es sind 2 Designs, 4 verschiedene Hoodies und noch mehr. Und Leute, da ist der neue Merch, Alter. Hier, dieses Design kennt ihr ja schon. Es gibt es jetzt in einem weißen Hoodie mit schwarzem Design und schwarzer Hoodie mit rotem Design. Und ihr seht, es ist drauf gestickt. Und das hier, Leute, ist das neue cleane Design mit einem schwarzen und einem weißen Hoodie. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es ist auch so ein Stoff, der auf den Hoodie drauf geprintet ist. Also es ist kein Druck, sondern wirklich auch sehr, sehr hochwertig. Jem und ich haben uns jetzt entschieden, dass wir den Sonntag um 12 Uhr raushauen. Also schaut auf jeden Fall Sonntag um 12 Uhr alle im Shop vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Würde mich mega freuen, wenn ihr da am Start seid. Ich bin auf jeden Fall extrem zufrieden damit und werde es euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Schaut es euch gerne auf Instagram an, wenn ihr Bock habt. Und so viel dann zu meinem Kleiderschrank und meinem Merchandise. Ich glaube, so mit meinem Zimmer bin ich quasi fertig. Ach, warte, ja, ich habe eine Ecke vergessen, Leute. Wolltet ihr doch sehen? Soll ich es euch zeigen, Leute? Ja, komm. Da ist mein Gaming-Setup. Seht hier nochmal mein Mikro. Das ist dieses Shure SB70 oder so. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich habe jetzt von HyperX Headset und Dingens, aber ich bekomme, oder wir bekommen bald noch Astro-Headsets. Und diese Bose-Boxen kann ich auch mega empfehlen. Hier mein Mischpult, was hier mit meinem Mikro verbunden ist, damit ich halt aufnehmen kann. Hier wird gerade das Impact-Video noch hochgeladen. Ich habe jetzt gerade hier ein Asus und ein ISO-Bildschirm. Dieser ISO 27 Zoll ist auch mega nice. Und guck mal hier, das Bild, das hängt ja draußen auch. Das hier ist mein weißer Impact-Scuff. Mit dem spiele ich im Moment, weil wir bisher noch keine anderen hatten. Und hier ist noch mein Infinity 4PS Pro-Scuff, der ein bisschen dünner. Ihr seht ja den Vergleich hier. Der ist einfach dicker, der Impact-Scuff. Ich persönlich bevorzuge halt jetzt auch den Impact-Scuff, weil der liegt einfach griffiger in der Hand, finde ich. Und meine Mama hat mir noch Kekse geschickt.
geschickt. Guck mal, Alter. Sind jetzt schon voll viele aufgegessen, aber ich liebe die einfach. Und ich habe hier von HyperX noch eine Tastatur. Die habe ich auch schon mal in einem Video unboxed und so weiter. Die gefällt mir auch mega, mega nice. Und meine Maus. Und wie gesagt, da kommt dann noch mehr dazu. Hier ist ja noch die PS4 und der Subwoofer. Hier ist mein PC. Oh, guck mal, hier ist noch der kleine Nvidia-USB-Stick, der aussieht wie die GTX 1080. Nochmal danke an Nvidia, der ist auch so nice. Und falls ihr wissen wollt, was da drin ist, schaut einfach unten in die Beschreibung rein. Da steht das alles. Leute, ich habe jetzt noch einen Destiny 2 PC von Activision Nvidia bekommen. Leute, gönnt euch mal, wie der von innen aussieht, Alter. Der ist so krank gebaut. Mit einer GTX 1080 Ti drin. i7-4770K Prozessor. Einfach unnormal die Maschine. Das wird jetzt mein neuer Render- und Gaming-PC, denke ich. Und gönnt euch mal hier, wie der gebaut ist. Ist einfach im Destiny-Style gebaut. Das sieht so heftig aus. Komm, wir machen jetzt gemeinsam zum ersten Mal an. Oha, hier leuchtet schon. Guck mal, wie das jetzt hier drin leuchtet. Oh, shit. Guck mal da, das Wasser. Oh, mein Gott. Das sieht ja unnormal krank aus. Alter, also das ist echt ein Porn für jeden Enthusiasten. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wo genau ich den hinpacke. Aber ich glaube, ich werde einfach so beide benutzen. Das heißt, ich kann den einen dahin stellen, den anderen dahin. Und dann habe ich absolut zum Streamen auch noch einen PC. So, Leute. Oh, mein Gott. Das erste Mal anmelden. Boah, ich freue mich echt darauf, mal zu zocken. Das sieht einfach so schön aus und passt dazu jetzt auch noch gerade den Hintergrund gewechselt von Destiny 2 einfach. Das sieht so geil aus. Also ich glaube, mit dem Ding werde ich auf jeden Fall viel Spaß haben. Und soweit war es das erstmal von meinem Zimmer jetzt. Also das sollte genug Roomtour und Gaming-Zimmer-Tour gewesen sein. Der Stuhl ist bisher nur provisorisch. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen anderen holen, beziehungsweise vielleicht kriegen wir noch welche. Und ja, ich kann ja noch mal einen kleinen Rundumblick geben. Ich finde es einfach mega nice hier drin. Und soweit war es das halt von meinem Zimmer aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach noch mal ein bisschen mit den Jungs chillen, ne? Tschüss. Ja, Digga. Okay, hau rein. Ja, das Internet ist so schlecht. Es lädt noch nicht mal jemand hoch. Hey, doch, ich lade gerade hoch. Impact-Video, okay. Ja, ja. Sollen die Leute auf dem Impact-Channel vorbeischauen? Die Leute sollen auf dem Impact-Channel vorbeischauen, Max. Also, ihr sollt auf dem Impact-Channel vorbeischauen? Genau! Genau! Supi, bis später. Ey, wenn man hier durchgeht und hier einfach so guckt, wie das hier so aussieht, Leute, gönnt euch mal. Ich habe den View ja noch gar nicht so gezeigt. Da ist die Küche, hier ist Balkon, da ist unsere Streaming-Ecke. Die ganzen Logos, oh mein Gott. Da noch ein Aufsteller, da noch ein Logo. Hier ist unser fetter Kamin, Alter, richtig krank. Dann das Impact-Logo da. Hier ist so ein übel heftiger Aufsteller von WW2. Da bin ich. Das haben wir heute alles gemacht. Hier die Scuffs. So, hier, guck mal, da ist zum Beispiel Marcel's Scuff und da ist Anton's Scuff noch so richtig in der Ecke verborgen. Haben wir alles heute noch gesortet, damit wir die Roomtour für den Impact-Channel aufnehmen konnten. Und hier ist übel die nice Couch. Die ist richtig gemütlich mit der heftigen Wand da hinten. Komm, ich spring mit euch einmal auf die Couch, Leute. Oh mein Gott, ist das hier gemütlich. Bin so froh, dass wir jetzt endlich hier chillen können, ne? So, was kann ich euch noch zeigen? Genau, hier ist noch eine leere Wand, da kommt vielleicht noch was hin. Hier ist unsere Küche. Hier sind so ganz viele, wir haben so viele Scuffs geschickt bekommen, das ist nicht mehr normal. Hier ist eine sehr professionelle 5D Mark IV Kamera von Gem. Yo, das war's dann soweit auch. Es hört nicht auf, man kommt schon aus der Puste, während man hier durchläuft. Ne? Dom, ist es gemütlich da oben drauf? Das ist so schön. Oh hier ja. Drauf. Hey! Ey, Ufo, bist du's, Digga? Ja, Bruder. Jo, Ufo, 3, 6, 1. Ne, jo, Leute, Omid ist jetzt auch bei uns, Alter. Freut mich, dass du hier bist, Digga, für eine Woche oder so, ne? Leute, so sieht das von außen aus, wenn wir reinkommen. Unsere Tür hier noch mit den Logos. Impact for Life. Dann geht man hier rein, sieht hier einfach diesen Eingang nochmal mit so einem fetten Schild. Dann links geht's ins Wohnzimmer und da hinten wohnen halt Jem und Massi. Hier rechts geht's zu Dome und zu mir und da hinten wohnt dann bald unser fünfter Mitbewohner noch, der noch nicht bekannt gegeben ist. Und da ist unser Bad und hier ist noch ein Gäste-WC. Also uns fehlt hier einfach an nichts, ne? Das ist so schön hier einfach. Wir freuen uns einfach mega, dass wir einfach hier eingezogen sind. Das ist so heftig hier. Wir können es auch immer noch gar nicht glauben, Alter. Ich zeige euch einmal kurz unser Bad. Tada! Das Bad von Dome und mir, hier alles gesortet. Und hier ist unsere heftigste Dusche, ey. Also ich fühle mich hier einfach nur Pool wohl. So! Leute, wir machen jetzt einmal den Test, wie lange man von der einen zur anderen Seite sprinten muss. Ich sprinte jetzt wirklich durch. Komm, zähl mal die Sekunden mit. Und go! Ich renne jetzt wirklich so schnell, ich kann hier durch. Sprinte. Na du? Ich bin einfach gerade mal durchgesprintet und habe versucht zu zählen. So sieht Jem bei der Arbeit aus. Müsst ihr ja auch mal sehen, so alles hinter den Kulissen, was hier abgeht. Ich habe auch gerade geschnitten. Lololol, wer kommt denn da? Oh! Ja, das war's von meiner Roomtour und Gamingzimmertour und von dem Haus und ihr werdet noch sehr viele Vlogs und so sehen. Genau, Dome, alles klar. In dem Sinne, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ne, Jem? Haut rein und bis zum nächsten Video. Lololololol.